time to add your own story to these hallowed halls and quite possibly shape the future of the wizarding world. Auf geht's zu einem weiteren Guide hier auf meinem Kanal zum Spiel Hogwarts Legacy. Wir wollen heute ein bisschen Geld farmen und ich zeige euch hier im Schloss verteilt und Hogsmeade drumherum in der Open Worlds sind Drohnen mit Augen. Und nachdem wir in einer meiner letzten Videos die Rätseltüren bearbeitet haben und die Quest dort oben rechts nochmal eingeblendet, wollen wir heute die Drohnen öffnen mit den Augen. Und dort brauchen wir einen Zauber, den bekommen wir im Laufe der Story. Geheimnisse der verbotenen Abteilung zusammen mit Sebastian, aber ich werde jetzt gar nicht so viel spoilern dazu. Dort erlernen wir einen Zauber, der uns unsichtbar macht und den brauchen wir. Und ich zeige euch jetzt mal, wie es geht und wie es nicht geht. Denn wir haben jetzt hier einen Spot genommen in Hogwarts selber. Wie gesagt, die sind in der ganzen Welt verteilt. Nehmt sie mit. Dort ist wirklich eine Menge an Geld zu holen, verteilt auf die Spielwelt, die ihr gut gebrauchen könnt. Und wir haben uns jetzt hier oben eine Flohflamme ausgesucht. Ein Reiseziel. Ich zeige es euch hier auch nochmal auf der Karte. Das war jetzt mein Spot, aber ihr werdet sehen, es gibt genügend Truhen in und rund um Hogwarts zu öffnen. Und wenn ihr euch den Zauber rausgezogen habt, wie ich jetzt hier unten rechts, zeige ich euch mal, wie es nicht geht. Denn wenn ihr euch der Truhe nähert und die Truhe bekommt das mit und sieht euch, dann bleibt sie verschlossen. Das ist jetzt hier vorne in dem Fall mir passiert. Ich habe mich zu spät mit dem Zauber belegt. Also wenn ihr euch an die Truhen heranschleicht, dann immer den Zauber vorher wirken und dann zu den Truhen herantreten. Dann könnt ihr die Truhen problemlos öffnen. Nehmt die mit in der Spielwelt. Das macht wirklich Sinn. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch der kleine Guide gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Ansonsten, keep gaming.